Oh, nochmal EXP. Ja, ich speichere lieber nochmal. Ja. Okay, hier ist noch was drin. Okay. Was haben wir denn hier, dass hier nochmal EXP kam? Leider Goldkelch, weißt du? Nein, ein leichter Goldkelch. Der perfekte Mord. Oh, jetzt habe ich mich erschrocken. Warum die Götter Rivelon verließen. Okay, wir können quatschen. Ich komme gleich zu dir. Ja. Hier noch eben gucken. Aber hier scheint jetzt gerade nicht zu sein. Dann gehe ich doch eben schnell in den Keller, bevor ich wiederkomme. Mhm. Und guck hier mich noch eben um. Weil wir können zumindest die Pfeile, die wir hier gerade so finden, oder die ich hier gerade so finde. Huch, es hat ja gespeichert. Stimmt. Oh. Ich kann ein Bärdotte nehmen. Ein Bärdotte. Oh, ich habe ein Sternstaubkraut gefunden. Hm. Oh, ich habe einen versteckten Schalter gefunden hinter einem Schinken. Ah, so that's what that did. Und jetzt habe ich einen versteckten Raum gefunden im Keller. Hinter dem Schinken. Hinter dem Schinken. Ja, ich weiß, die Quellenakademie wird total traurig sein darüber, dass ich hier Leute ausraube. Das ist mir aber sowas von egal. Denn das würde ich nie erfahren. Ich krieg Geld dafür. Ja. Juckt mich nicht. So, ich lasse aber das ganze Gemüse und so lasse ich jetzt mal hier. Obwohl, komm, genau. Die Karotte, die nehme ich dir noch mit. Aha, die Tür ist verschlossen. Hier im Schrank ist nichts, nur Klamotten. Oh, hier hinten ist ein Eisenschlüssel, der ist bestimmt für die Zelle. Wieso haben die eine Zelle hier unten? Vielleicht irgendwelche privaten Vorlieben, man weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich. Ah. So, ein Heiltrank noch mitgenommen. Silberbarren, elegante Robe. Ja, ich bin kein liebes Mädchen, es tut mir leid. So, okay. Dann gucke ich mal eben, was hier in dem geheimen Zimmer ist. Mal schauen. Hast du auch XP bekommen? Das ist gut. Ja, 200. Sehr gut. Das hat bestimmt irgendwelche ganz schlechten Auswirkungen, dass ich hier so am Klauen bin. Ah, bestimmt nicht. Meinst du? Naja, bestimmt nicht. Wir werden erfahrungsreicher dadurch. Es kann nicht schlecht sein. Ja, das stimmt. Ja, ich bin ziemlich gefährlich geworden. Es tut mir auch megamäßig nicht leid. Oh, das sagt er schon seit Anfang an, also. Vielleicht ist das einfach unsere innere Stimme bloß. Ja, das kann sein. Einfach ignorieren. Meine innere Stimme spricht zu mir. Ja. Ich habe die Schriftrolle der Wiederbelebung gefunden. Das haben wir aber schon eine Menge. Ja, ist ja gut, ich höre ja jetzt Kann ich mich ja zwei, dreimal sterben lassen? Nein! Na, was? Warte mal, wo ging's denn jetzt raus? Hä? Ach, da. Oh Mann. So, okay, ich schleiche mich dann mal wieder hier raus. Ja. So, Tür wieder zumachen, dann fällt es auch nicht auf. Ich habe gar nichts gemacht. Nee. Wie der blaue Punkt da angestaxt kommt. Ganz langsam. So, okay, dann hören wir auf, mit ihr zu sprechen, dann können wir eben reden. Genau. Oh, ja, okay. All unsere Taten scheinen eure Fertigkeiten zu stärken. Erstens, es reicht schon aus, wenn ich die gesamte Mannschaft allein auf meinen Schultern trage. Oder euer Vorbild hat mich zu den neuen Höhen beflügelt, die ich mir niemals erträumt hätte. Oh, ja, bin ich ein Vorbild für dich? Gibt's da so ein Mittelding vielleicht? Aha. Was? Das sollte aber jetzt nicht so negativ rüberkommen. Ich hätte auch das mit dem Eierkopf nehmen können. Oh, stimmt. So, okay, jetzt gucken wir erstmal. Wir haben ja... Ich glaube, Bärdotter hat jetzt gar keine Punkte dafür gekriegt. Kann das sein? Kriegt sie dann normalerweise Punkte für sowas? Ja. Also sie kriegt halt auch immer Punkte dann. Aber ich weiß auch nicht, vielleicht hängt sie auch einfach ein bisschen zurück, weil sie ja später erst dazu kam.
Sie war auf jeden Fall ein Level über mir. Nun gut. Dann schauen wir mal bei Fähigkeiten. Also ich will mir nicht das, Taschendiebstahl geben, weil das passt nicht zu mir. Ich glaube, ich würde wirklich eher gucken, dass ich meine Fähigkeiten als Zauberer verstärken kann. Deswegen werde ich Pyrokinet auf Stufe 2 machen. So. Und ich kann mir ein Talent aussuchen. Und da werde ich dann Besserwisser nehmen, glaube ich. Dafür kriege ich einen extra Intelligenzpunkt. Ja. Ich könnte... Ah, okay. 5-Sterne-Koch, dachte ich jetzt gerade. Aber das verdoppelt einfach nur die Wirkung der Nahrung. Oh ja, ich habe dir ja noch Sachen mitgebracht. Erstmal wieder alles aufteilen. So. Oh, wie nett. Es gibt ein Talent, das nennt sich Gestank. Dadurch wird bei allen, deren Sympathie ich habe, der Sympathiewert um 25 verringert, aber dafür werde ich wenigstens von Nahkampfgegnern nicht so oft angegriffen. Oh Mann. Wie nett, ey. Huch, wieso gebe ich dir die Granate? Ich weiß auch nicht. Kannst du rumschmeißen. So, Backe, Backe, Kuchen, Band 3 hatten wir gelesen, ne? Ja. Hier, du kriegst jetzt einen Steinpilz von mir. Aus diesen kannst du Heiltränke machen. Okay, das ist schön. So, hier habe ich noch ganz viele Edelsteine. Ich weiß nicht, ob man daraus auch irgendwann was machen kann. Ich gebe sie dir einfach mal. So, ich guck mal später wegen Talenten. Ich habe ganz vergessen, mir mal die Guides anzugucken. So. Okay, dann spreche ich jetzt noch mal mit ihr. Ja. Oh, Moment. Ich spreche noch nicht mit ihr. Ich habe mir das ja noch nicht durchgelesen. Moment, sie hatte da ja so ein lustiges Buch. Der perfekte Mord. Oh, echt? Ja. Das Buch hatte sie? Das hatte sie. Oh mein Gott. Andere den Löffel abgeben lassen. So plant man den perfekten Mord von M.R. Gigler, Gewinner des Schlagringpreises der Attentätergilde. Vorwort. Ihr habt euch also entschlossen, einen Mord zu begehen. Meine herzlichsten Glückwünsche. Genießt diesen Augenblick, Freunde. Erfreut euch an dem süßen Gefühl, das in eurem Bauch heranwächst. Schon bald werdet ihr eine Seele auf die Reise ins Jenseits schicken. Eure Hand allein wird dafür sorgen, dass das Gewebe der Existenz einer unumkehrbaren Veränderung unterzogen wird. Ihr bereitet euch auf das großartigste Unterfangen eures Lebens vor und es wäre nachlässig von euch, würdet ihr nicht jeden einzelnen Augenblick in vollen Zügen genießen. Erstes Kapitel. Auswahl des Ziels. Bei der Auswahl eines Opfers sind mehrere Fragen zu berücksichtigen. Hier einige Beispiele. Ist der Kopf eures potenziellen Opfers rund und symmetrisch genug für eine ansehnliche Jagdtrophäe? Ist das Haar lang und gesund genug, um einen schönen Garn für Socken oder Bettvorleger daraus zu machen? Ist die Hautfarbe für Schuhe, Taschen und Gürtel geeignet, um eure Augenfarben hervorzuheben? Zweites Kapitel. Okay. Auswahl der Vorgehensweise. Die Auswahl einer Methode, mit der das Opfer tranchiert, erwürgt oder erstochen werden soll, ist eher eine Frage der Kunst als eine Frage der Wissenschaft. Für sportliche Typen sind Pfeile hervorragend geeignet. Mit einem Dolch lässt sich der Teppich rot färben wie ein Rosenbeet. Erstickung ziemt sich für Liebhaber und Mütter. Vergiftung bietet sich besonders bei verbitterten Herzen an. Letzten Endes solltet ihr euch für eine Methode entscheiden, von der ihr glaubt, dass ihr sie am besten dafür geeignet ist, die gewünschten moralischen und spirituellen Auswirkungen zu erzielen. Drittes Kapitel. Ausführung. Der wichtigste und erfreulichste Schritt bei einem Mord, lieber Leser, ist der Zeitpunkt der Ausführung. Damit meine ich nicht die rohe Gewalt, wenn ihr euch für eine gewalttätige Methode entschieden habt, oder den stets qualvollen Zeitraum zwischen der Verabreichung des Gifts und den ersten Anzeichen seiner Wirkung. Nein, der Zeitpunkt, von dem ich spreche, ist der Moment, in dem das Leben aus dem Opfer entweicht und seine Augen sich verklären, von hell zu dunkel, von lebhaft zu ruhig, von leuchtend zu starr. Dies ist die heilige Minute, die Minute, in der sich die Tat vollständig materialisiert, nicht mehr geplant oder versucht, sondern vollzogen wird.
Dies ist der Moment, in dem ihr euren Namen in den Himmel schreibt, denn ihr habt etwas getan, das den Sternen gleich nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Kapitel 4. Das Nachleuchten. Nicht Nachtleuchten, ich wollte erst Nachtleuchten sagen. Die Augenblicke nach der Ausführung sind nicht dafür da, um sich über praktische Dinge Gedanken zu machen. Nein, dies ist die Zeit, in der ihr euer neues Ich genießt, euren neuen Platz im Kosmos. Kocht euch eine Tasse Tee oder zündet euch eine Pfeife an. Die Einzelheiten können warten. Wenn ihr euch vollständig erquickt habt, könnt ihr euch Gedanken darüber machen, was mit den sterblichen Überresten eures Opfers geschehen soll, die nun bestattet oder konserviert werden müssen, ganz nach eurem Geschmack. Die einfachste und klassischste Entsorgungsmethode besteht natürlich darin, die Überreste zu begraben. Doch solltet ihr euch sehr gut überlegen, welche Überreste genau zu begraben sind. Die Zivilisierten unter uns wissen, dass Abfallverursachung eine Sünde ist. Lassen sich die sterblichen Überreste des Opfers also noch irgendeinen Zweck zuführen, so sollte dies unbedingt geschehen. Vielleicht weiß eine Bettlerfamilie ein paar fleischige Rippchen zu schätzen. Oder wäre ein vom Glück verlassener Gerber nicht vielleicht dankbar für ein Stück jungfräulichen Leders? Habt ihr euch nicht vielleicht ein Andenken an eure Mühen verdient? Sobald diese Dinge erledigt sind, könnt ihr euch der Beseitigung der Reste widmen. Ein Moor ist hervorragend geeignet, wenn es gerade geregnet hat. Und bei einem frisch ausgehobenen Grab auf eurem örtlichen Friedhof wird es kaum auffallen, wenn ihr ein wenig Müll unter dem Sarg verstaut. Nachwort. Wenn euer Unterfangen erfolgreich war, kann es vorkommen, dass ihr euch bereits Gedanken über das nächste macht oder womöglich schon mit dessen Planung beginnt. Dies ist eine ganz natürliche und wünschenswerte Folge eines perfekten Mordes. Der Autor wünscht euch viel Glück und Zufriedenheit mit eurer neu entdeckten Passion. Und nicht vergessen, solange ihr noch kein Dutzend erreicht habt, habt ihr nur an der Oberfläche gekratzt. Okay. Ach du meine Güte. Und so ein Buch hat die Gute im Schlafzimmer liegen. Vielleicht hat sie den doch ermordet. Wie ist er doch mal genau gestorben? Ja, das weiß ich nicht. So, wir sprechen noch mal mit ihm, mit ihr. Ja. Also, was haben wir denn hier? Mir ist zu Ohren gekommen, dass euer Mann einen sogenannten Sternstein gefunden hat. Das hat man, glaube ich. Sprechen wir über den Mord an eurem Mann. Ich habe euer detailliertes Handbuch für den perfekten Mord gefunden. Oh, that horrid tome of ill repute. It isn't mine, it was Jake's. He was a politician, don't you see? Always on the lookout for plotting rivals. Always trying to be one step ahead. Really, I should have thought a source hunter of all people would appreciate my dear husband's sense for survival. Ja, okay. Ich weiß nicht so recht. Ja, das hatten wir schon. So. Also, was hat sie denn gesagt? Esmeralda erklärte, dass das Buch, das wir gefunden hatten, Jack gehört hatte. Er wollte etwaige Attentäter stets einen Schritt voraus sein. Voraus. Wir wissen weiterhin nicht, ob es sich bei besagten Attentäter um einen unbekannten Quellenmagier oder seine liebe Ehefrau handelt. Ja. Gut. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ein bisschen suspekt. Einerseits könnte sie recht haben, dass halt echt dumme Beweise sie jetzt so gesehen überführen könnten, obwohl sie echt nichts getan hat. Mhm. Oder aber sie versucht sich gerade richtig schlecht rauszureden. Wie auch immer. Aber richtig schlecht. Ich denke, wir werden es rausfinden, wenn wir nochmal ins Gasthaus gehen. Da bin ich übrigens gerade schon auf dem Weg hin. Ich hoffe, du begleitest mich. Ja, ich stehe direkt hinter dir. Bin nämlich ja gut, wir haben ja jetzt den Schlüssel auch, ne? Oh, es läuft gerade meine Lieblingsmusik. Tell me, Alistair, hörst du die Musik? Ja. Ich liebe die Musik. Oh, hier ist Madora. Stimmt. Die nehmen wir jetzt auch mit. Ja? Ja, die nehmen wir mit. Mit dem Wolf um eine Schulter. Back or I'll... Well, what's this? Oh, Madora, you lummox. A thousand pardons, comrade. This old bear's edgier than a dodecahedron these days. I'll tell you, it sure does me good to set eyes on another of our order.
from Academy West, aren't you? Give Captain Wartruce my regards next time you see him. You wouldn't. I trained up in Academy North, after all. We don't cross paths with you Westies all that often, but it's always a pleasure when we do. Medora's the name. Retired, or so the Order keeps trying to tell me, but never out of commission. My hand to your cause and my sword at your side. Heaven's Hornets! That's quite a story, comrade. And come to think of it, one that might concern you. See, I'm here on, well, let's call it a loan from a town to the north of here. Hunter's Edge by name. There's been an attack there, comrade. Orcs. Not your run-of-the-mill savages either, but ones who've taken dark magic to new heights. What they want in Hunter's Edge, I can't say. But it's my responsibility to send them packing. Preferably with their horns in their suitcases and a knee-knocking fear of ever crossing paths with a sauce hunter again. I came south seeking the Legion's help, only to find it tied here in Cycile. They don't have a spare soldier to send northward, and even in my finest form, I can't clear the place of that many orcs without backup. By the skin of my teeth, comrade, the savages were rounding up villagers when one of them activated a tripwire on our village wizard's property. Fortunately for me, that particular wizard has a penchant for things that go boom in the night. I managed to wrench free of my captor's grip and flee toward the forest. He pursued me for miles, but I'd lost him before I made it into the Cycile hinterlands. Well, comrade, I hadn't thought of it till you tapped my shoulder just now. But perhaps that's where you come in. I need a contingent I can trust if I'm to take back the town. And the way I see it, you could use reinforcements here in town. I've been scouting Cycile for some time now, and I believe I've sussed out sufficient intel to help solve the murder of the counselor. With our minds and swords in tandem, we'll make short work of the perpetrator. Well, you know the old expression. Two's a tea party, three's an invasion. I know this place like the back of my hand by now. And the orcs up north will be short work for a trained-up trio of sauce hunters. Wir sind sogar mehr als drei. Ja, das hat sie nur noch nicht gecheckt. Nee, noch nicht ganz. Ein fantastischer Plan. Wenn drei Quellenjäger zusammenarbeiten, werden wir den bösen Kräften Einhalt gebieten, die dieses schöne Land noch fest im Griff haben. Oder wir können nicht guten Gewissens eine Aufgabe übernehmen, die mit unserer derzeitigen Mission nichts zu tun hat. Doch, können wir. Na klar. With three source hunters working in tandem, we'll put an end to all the evils. Wahrscheinlich hat sie auch deswegen gesagt drei, weil sie ist auch ein Quellenjäger. Ach so, ja klar. Und Beatrice ist ja eigentlich eine Wilde so gesehen, ne? Mit einer weiteren Quellenjägerin in der Truppe sind wir noch besser gegen diese gottlose Magie gewappnet. Willkommen an Bord, Madora. Oder wenn wir uns in eine Zusammenarbeit verstricken, behindert uns das mehr, als es uns hilft. Erstens. Another source hunter on the team will make us all the more formidable against this wicked magic. Welcome aboard, Madora. That's the spirit. Listen closely now. Do you hear it? That's the sound of every orc and sorcerer in a 100-mile radius shaken in his wee boots. Alles klar. Ja, Madora ist an Bord. Die kriegst du. Ja. Na, ich kann sie dir gar nicht dran machen. Ich glaube, das musst du selbst machen. Guck mal. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich mit das dem, mache. Mit dem linken, also Maus auf das Bild von Madora, also links auf das Bild, dann linke Maustaste gedrückt halten, dadurch kannst du das Bild so hin und her ziehen und dann auf dein Bild legen und dann kommt so eine Kette. Also wenn du deinem Bild näher kommst, erscheint so eine Kette. Wenn du dann loslässt... Leider nicht. Nicht? Nee. Tatsächlich wirklich nicht. Oh, warte also, mal. Es bewegt sich versuch, sogar gar nicht. Versuch jetzt nochmal. Ich hatte sie aus Versehen ausgewählt. Ah. Nee. Immer noch nicht.
Mhm. Na, dann kannst du das vielleicht auch gar nicht machen. Also es macht nur so Klick, aber sonst nicht. Hm. Naja, dann muss ich sie spielen. Ist ja auch nicht so schlimm. Sonst hätte ich... Versuche mich einfach mal dazwischen zu legen, aber es geht nicht. Egal. Ja, ist ja nicht schlimm. Dann mache ich das halt dann immer in den Kämpfen. Du schaffst das schon. So, ich habe die Kiste aufgeschlossen. Da ist ein Brief vom Herzog von Ferrol drin. Ja. Ich werde es mal lesen. Ups, falscher Raum. Liebste Esmi, eure Lippen sind rot wie Smaragde. Euer Haar ist schwarz wie ein Birkenwald. Eure Liebe ist wie Cholesterin. Mein Herz ist schmerzt und wird alt. Ich will euch in meinen Armen halten und streicheln euren schönen Zopf. Und all dies wäre einfacher, wäre Ratsmitglied Jake ohne Kopf. Auf ewig der Eure, der Haar von F.